Mbappé, Messi, CR7, das kann auch jeder. Wenn du deine Freundin mit deinem Ultimate Team wirklich beeindrucken willst, dann brauchst du Icons. Und wir reden hier nicht von dem billigen Schmutz, sondern von richtig High Quality. Hier gibt's nichts Gestrecktes, sondern nur den allerfeinsten Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Im Tor gibt's keine Diskussion. Lev Yashin kratzt dir jeden Ball von der Linie und hält deinen Kasten blitzblank sauber. Der Europameister von 1960 ist dabei ganz nebenbei der beste Torhüter des letzten Jahrhunderts. Und das ganz offiziell. Dann wird er doch wohl auch für dein Team gut genug sein, oder? Wie alle starken Icons ist auch Yashin unbezahlbar. Wenn du deinen Gegner aber ein bisschen taunten willst, kannst du ihn ja auch in den Sturm stellen. Ich sag nur, 95 Pace, Junge. In der Verteidigung wird's nicht gerade billiger. Aber du hast zumindest ein bisschen mehr Auswahl. Hier empfehle ich dir Paolo Maldini oder Rio Ferdinand. Beide sind schnell, haben eine krasse Physis und lassen nichts anbrennen. Für mich persönlich macht aber Rio Ferdinand das Rennen. Ganz klar eigentlich. Sonst habe ich halt auch keine Überleitung zu den ganzen Brasilianern, die jetzt kommen. Wegen Rio de Janeiro, Rio Ferdinand, du verstehst schon. Mit Ronaldinho kommen wir dem Wahnsinn schon ein Stück näher. Ein bisschen Samba, ein bisschen Kindheitserinnerung, das ist eine leckere Suppe mit dem Typen, der 4 Stats auf 90 plus hat. Wenn du also rein zufällig ein paar Millionen Coins rumliegen hast, spar sie dir für seine Prime-Icon auf. Mit Pelé wird die Luft oben langsam dünn. Seine Mid-Icon kostet schon über 7 Millionen. Du kannst dir also vorstellen, was bei seiner Prime los sein wird. Doch wenn du rasieren willst, dir aber der Bartwuchs dafür fehlt, ist dieser Icon perfekt für dich. Und auf Platz 1, easy, the one and only, El Fenomeno, R9, Ronaldo. Seine Prime geht einfach nur übelst ab und wenn du den ziehst, dann hast du eigentlich FIFA und Ultimate Team durchgespielt. 97 Pace, 95 Schuss, da kann dich eigentlich nur noch das Momentum über den Tisch ziehen. Der Brasilianer war der Beste seiner Zeit und, wie es Mourinho einmal so schön gesagt hat, er ist eben auch der echte Ronaldo. Who the fuck is Cristiano?